Sorry, meine Frisur saß nicht richtig. Wow. Sind die an unserer Schule? Nein. Vielleicht doch. Hey, siehst du schlecht, denn du starrst so auf uns. Nein, ein wenig. Violet Willow, ich drehe meine Online-Reality-Show, das Y-Life. Ihr habt sicher davon gehört. Nein. Und du kannst Videos nicht ohne Einverständniserklärung machen. Einverständniserklärungen? Ich habe schon 500.000 Follower auf Social Media, eine eigene Plattform. In echt jetzt. Hi, ich bin Sunny Madison, Violets BFF schon seit Ewigkeiten. Und ich kann's nicht glauben, wir sind beide an der Rainbow High. Das nenne ich Talentzwillinge. Genau. Ansonsten sind wir keine richtigen Zwillinge. Ich liebe die digitalen Medien und sie Computeranimation. Warte, ich kenne euren Namen. Ihr seid auf unserer Etage. Wir sind in der Oberstufe und für euch verantwortlich. Und wenn die Ace das Sagen haben? Avery, Aiden und Ainsley. Weiß man nie, was passieren wird. Ihr findet das schon raus. Eure Zimmer sind unten, zweite Etage. Na dann. Hashtag Rainbow High Ziele. Mädels, Selfie Time. Die Ace. Ich glaube, wir kommen auf uns zu. Seht euch nur Averys Frisur an. Papi? Hey, was geht? Deine Musik. Aiden hat sie mir vorgespielt. Nicht schlecht. Wir veranstalten doch unsere große Kick-Off-Semesterparty nächste Woche. Willst du auflegen? Ja! Ich meine, ganz bestimmt sagt Poppy ja. Richtig, Poppy? Aber hallo, das wäre super. Nur nicht so schnell. Für diese Party gilt ein Prinzip. Perfektion. Tja, und deswegen brauchen wir mehr. Gib uns noch einen Mix bis heute Nachmittag. Und dieser sollte uns dann regelrecht umhauen. Nach der letzten Unterrichtsstunde wirst du uns dein Ergebnis vorspielen. Deal? Deal? Ich meine, Poppy? Deal. Wir sehen uns. Du hast den Gig. Die Party ist nächste Woche. Halt dich bereit. Erstsemester, Ohren auf! Wir haben für euch ein Willkommensgeschenk der Rainbow High. Die Einladung zu unserer Colorblock-Party. Heute Abend in der Haupthalle. Wir sehen uns da. Und Dress to Impress. Alles andere könnt ihr vergessen. Ladies, willkommen in meinem Studio. Ich habe einige neue Outfits designt. Sie sind noch nicht ganz fertig. Aber vielleicht eine Inspiration für euren Colorblock-Party-Dress, Ainsley? Na los, Mädels, was sagt ihr? Alles klar, ihr Anfänger. Es wird Zeit für die Colorblock-Party. Wir erwarten die absolute Mega-Fashion. Natürlich vor allem von unserem DJ. Bist du soweit, Poppy? Mit dieser Inspiration? Hallo! Los geht's! Alle mal kurz herhören. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die schlechten? Unser Quarterback Emerald hat sich den Fuß verstaucht. Er kann heute nicht spielen. Oh, er kann nicht spielen? Und jetzt die gute Nachricht. Der Coach hat unserem Ersatz-Quarterback Aiden gesagt, dass er einspringen kann. Yeah, Aiden! Wuhu! Hey, seht mal, da kommt unser neuer Quarterback, Aiden! Wuhu! Also, ich habe mir zwei Outfits für heute Abend rausgesucht. Entweder das oder vielleicht doch lieber das hier. Ich würde auf jeden Fall das Pinke nehmen. Es ist wegen Aiden. Ich wollte ja nichts sagen, aber ihr seid seine besten Freunde und ich denke, er braucht Hilfe. Er hat mir gesagt, dass er sich Sorgen wegen dem Spiel macht. Das wissen wir schon. Er muss sich keine Sorgen machen. Er ist wirklich gut. Oh, dein Outfit. Probier's mal an. Warte, ihr wusstet das? Natürlich wussten wir das. Deswegen haben wir ihn ja heute Morgen so angefeuert. Hat nicht ganz geklappt, aber wir haben es versucht. Hut ist gut, Tasche ist super, aber das Tuch geht überhaupt nicht. Oh, ich habe eine Idee. Ich weiß jetzt, wie wir Aiden helfen können. Ainsley! Ainsley! Ha!
legendy są prawdziwe? Słyszałam różne plotki o tych wspaniałych sobotnich przyjęciach od dawna. Nie mogę uwierzyć, że to prawda i że tu jestem. O! Takie przyjęcia są świętym obrządkiem dzielonym przez przyjaciółki na przestrzeni lat. Mogą nas dzielić szerokie oceany, ale nasze przodkinie uświęciły piękną tradycję pogaduszek, tajemnic i... Robin chciała powiedzieć, że niestety, ale można się potwornie zestresować w Rainbow High. Jesteśmy tu po to, żeby pamiętać o dobrej zabawie. Jesteśmy tutaj, by zacieśnić naszą przyjaźń, nie tylko koleżeństwo. Oh, to wspaniałe, Briano. Dziękuję wam za zaproszenie. Bardzo chętnie się z wami zaprzyjaźnię. Za przyjaźń! Za przyjaźń! Za przyjaźń! Za przyjaźń! Ach, jakie smaczne! O, Rety, wyszła ci przepiękna Miss Ains. Nie chcesz jej jakoś skrytykować? Co masz na myśli? Widziałam coś podobnego w reklamie. Wspaniałe magiczne narty, idealne dla sióstr. Nie pamiętam, jak nazywała się ta reklama. Nie wiem, co wy na to, ale ja potrzebuję manikiuru. Mam skórki wokół paznokci. Nie ma to jak porządny, relaksujący mani. Wycinanie skórek jest dobre dla duszy. Lepiej rób większe ruchy. Pokażę ci. Ach, a ty jak zwykle wszystko robisz perfekcyjnie. Prawda? Oh, nie rozumiem, dlaczego jesteś na mnie taka zła. Dziewczyny, co się z wami dzieje? Nic takiego. Nic takiego. Ostatni raz widziałam taką straszną kłótnię, gdy szczur walczył z gołębiem o kawałek pizzy. To obrzydliwe. Kto wygrał? Czas na pizzę przyjaźni. Będziemy robić pizzę dla siebie nawzajem, a potem musimy zjeść to, co przygotowały dla nas przyjaciółki. Ja zrobię pizzę dla Briany, Briana dla Robin, Robin dla mnie i... O! Wy dwie dla siebie nawzajem. Dlaczego nie położyłaś dodatków na pizzę Ainsley? O, Ainsley nie lubi dodatków. Nie o to w tym chodzi. Rzecz w tym, że robimy pizzę dla naszej przyjaciółki, a ona i tak będzie musiała ją zjeść w całości. Myślisz, że przerosną mnie jakieś głupie dodatki na pizzę? Że nie przyjmę wyzwania? Wcale tak nie mówiłam. Uwielbiam moją pizzę przyjaźni! Ta biedna pizza... Jest paskudna! O! Jeśli masz coś do powiedzenia, Ainsley, to powiedz! Nie mogę tego wszystkiego znieść! Nie jestem wystarczająco dobra w modzie! Ty i reszta klasy robicie to od dawna! A ja wam tylko próbuję dorównać! Naprawdę tak się czujesz? Ach, dlaczego nigdy nic mi nie powiedziałaś, zamiast karać mnie twoim milczeniem? Jak miałam o tym z tobą rozmawiać? Jesteś najlepsza na całym roku. Przecież nie rozumiesz, jak mi trudno. Rozumiem cię, Ainsley. Ale od kiedy zadania szkolne stały się ważniejsze niż nasza przyjaźń? Przepraszam za moje zachowanie. To dlatego, że twoja opinia jest dla mnie najważniejsza, więc to właśnie jej najbardziej się obawiałam. A ja przepraszam, że czułaś, że nie możesz mi zaufać, bo wywarłabym na tobie jakąś presję. Nie chciałam być dla ciebie kimś takim. Ten płacz nie jest udawany. Przepraszamy. Zniszczyłyśmy nasze przyjęcie. Chyba żartujesz? Wiedziałyśmy, że tego wam trzeba. Przecież właśnie od tego są nocowanki. Jakie to pikantne! Diese ganzen Perlen, alle auf dem Boden. Vielleicht war das nur ein Streich. Ein Streich von gewaltigen Ausmaßen. Wer würde sowas tun? Naja, vielleicht waren es die Modegötter. Niemals! Die Modegötter würden nie im Leben ein perfektes Outfit ruinieren. Da bin ich sicher. Nein, diese sogenannten Streiche schreien förmlich Shadow High. Die Shadow High kann uns keine Angst machen. Ich meine, am Ende gewinnen wir immer. Naja, ein bisschen gesunder Wettbewerb kann nicht schaden. Wisst ihr noch, als sie es irgendwie geschafft haben, die Einhornstatue auf das Dach der Hochschule zu bekommen? Huh. Das ist, als wären wir auf feindlichem Territorium. Aber sowas von. Ich weiß ja nicht. Es ist irgendwie ziemlich cool hier. Ich werde mal so tun, als hättest du das nicht gesagt. Also,
Ich müsste da was mit euch besprechen, das wäre wichtig. Sch, das muss noch warten. Weißt du, die Shadowhai-Spione sind überall. Das ist echt lächerlich. Bevor ich den offiziellen Startschuss für diesen Wettbewerb gebe, würde ich gern jemanden von der Rainbow High bitten, zu mir auf die Bühne zu kommen. Du, komm rauf. Warte. Geh nicht. Okay, wie ist dein Name? Ainsley. Und Ainsley, du hast schon mal beim Rainbow Vision mitgemacht und wie du weißt, hat deine Hochschule jedes Jahr gewonnen. Denkst du, das ändert sich dieses Jahr? Nein. Und wieso? Weil ich die Rainbow High verlassen werde, um an die Shadow High zu gehen. Und wir werden diesen Rainbow Vision gewinnen. Herzlichen Glückwunsch, Ainsley. Ab jetzt bist du im Gewinner-Team. Und ich, Glitch, hoffe, dass ich eure Moderatorin sein darf. Eine neue Ära des Rainbow Vision beginnt. Jetzt! Wie konnte sie uns das antun? Ich weiß es nicht, Avery. Ich weiß es nicht. Hey, Leute. Hey? Ainsley, ist das wirklich wahr? Du willst die Rainbow High verlassen? Ja, ich muss das einfach machen. Bitte hasst mich nicht. Dich hassen? Es ist so, als ob wir dich gar nicht kennen würden. Es ist unglaublich, dass du uns verlässt. Ich kann es einfach nicht fassen. Ich habe wirklich sehr lange darüber nachgedacht. Und die Rainbow High bedeutet mir so viel. Aber die Shadow High gibt mir mehr Möglichkeiten als Künstlerin. Was ich nicht verstehe, ist, dass du es uns auf diese Art sagen musstest. Vor der ganzen Hochschule. Ich habe versucht, es euch vor der Show zu sagen. Ach komm schon, Ainsley. Du hast es nicht wirklich versucht. Und du hättest es uns direkt sagen müssen, als du dich entschieden hast. Ihr tut, als hätte ich euch das Geheimnis des Jahrhunderts verschwiegen. Das hast du. Wo gehst du denn hin? Avery! Entschuldigt mal, ihr könnt hier nicht rumlaufen. Ihr habt sicher keine Backstage-Pässe. Wir brauchen nur einen kleinen Moment, bitte. Ach, von mir aus, aber du wirst sie im Auge behalten. Wow, du bist so schnell eine von ihnen geworden. Autsch. Warum könnt ihr euch nicht einfach für mich freuen? Das ist so unfair. Du hast uns bloßgestellt. Und zwar vor allem. Unsere beste Freundin verlässt die Rainbow High, um sich unseren Rivalen anzuschließen. Das ist so hart. Wir brauchen jetzt etwas Zeit. Ich, Avery? Aiden?